Inzwischen haben fast alle Banken und Sparkassen in Deutschland Preise für ihre Girokonten eingeführt. Ein neues, erstmals staatlich geprüftes Vergleichsportal für Banken, zu erreichen über die Seite von check24.de, zeigt die ganze Dramatik der Entwicklung. Gebührenfrei überall in Deutschland Geld abheben geht nur noch mit einer Bankkarte, der vom DKB Cash Girokonto. Angesichts der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank versuchen viele Geldhäuser, neue Einnahmequellen zu erschließen. Bereits im vergangenen Jahr hatte fast die Hälfte aller Banken die Kontogebühren erhöht, im Durchschnitt auf knapp 5 Euro pro Monat.